Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Mario Kart Wii. Den, ja, erstmal letzten Part Mario Kart Wii. Zumindest was die Grand Prix angeht. Beim letzten Mal haben wir nämlich den Blitz Cup abgeschlossen, zusammen mit Funky Kong. Und ja, heute geht's natürlich mit der wunderschönen Rosalina in den letzten Cup. Sie ist einfach mein Lieblingscharakter in diesem Spiel gewesen. Deshalb habe ich sie mir für den Schluss aufgehoben. Und sie passt ja eigentlich auch ganz gut wegen Regenbogen Boulevard. Und deshalb, ja, spielen wir heute, upsi, ein wenig mit der guten Rosalina herum. Ja, das hört sich jetzt zweideutig an, aber vielleicht war das auch beabsichtigt. Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall starten wir heute mit den staubtrockenen Ruinen. Und ich bin jetzt einfach mal so ein bisschen gespannt, wie wir uns schlagen werden, denn ja, hier sind einige Stecken, wo man sehr stark failen kann. Auch schon hier. Auch schon beim Blitzstart. Das ist immer wunderbar. Wenn man den nach 8 Parts immer noch nicht kann. Ein Bullet Bill. Ja, okay. Der mich erstmal auf 1 bringt. Wunderbar. So muss das ja sein. So, kriege ich noch den SC? Na, mehr oder minder. Also den Walljump. Da klitscht man dann so ein bisschen an der Wand herum. Das ist Wurf-Fledermaus. Schon ganz nützlich, wenn man das kann und hinbekommt. Es gibt hier neben ja auch noch einen SC, wo man dann neben zwischen dem Kaktus durchspringt, dann landet man hier. Das spart auch noch mal ein paar Sekunden oder Millisekunden. Allzu viel jetzt nicht, aber naja. So, Fledermäuse, ihr seid im Weg. Ich bin mir selber nur im Weg. Genau, das hier meinte ich, den Wall Glitch. Sieht stylisch aus, ist es auch und bringt vor allem Zeitersparnis. Und wie gesagt, wenn man das kann, dann ist das sehr gut. Und wow, was für Vorsprung wir auf einmal haben. Ja, das macht eben Rosalina aus. Sie ist einfach der beste Charakter in diesem Spiel. Eigentlich ist es Funky Kong, zumindest was den Geschwindigkeitsvorteil angeht, aber ja, man sieht es einfach. Rosalina, sie ist einfach on top. Sie ja, ist einfach eine Motorbraut schlechthin. Wenn ich noch den SC hinbekommen würde, dann wäre es umso besser. Oh, da waren Pilze. Die hätte ich jetzt natürlich mitnehmen können, aber ich habe es einfach mal gekonnt ausgelassen, weil ja, wer braucht schon Pilze? Wir haben einen Luma dabei, der ist viel cooler. Das finde ich ja sowieso ein bisschen schade, dass sie den in Mario Kart 7 und Mario Kart 8 rausgenommen haben bei Rosalina. Finde, das hatte was. Wieder auf einmal mit, was weiß ich, 90 Sachen oder so hier durch die Weltgeschichte rasen kann. Oder wenn man durch eine Kanone fliegt mit 200 Sachen oder so etwas. Das ist schon interessant. Kriege ich heute auch mal den Turbostart hin? Ey, meine Güte. Ja, auf jeden Fall Mondblickstraße. Das wird jetzt schon eine Katastrophe. Weil ich jetzt nicht mehr im Rhythmus bin von der Strecke und eben somit nicht mehr weiß, wann, wo ein Auto kommt und wo nicht. Blooper des Todes! Ihr seht absolut nichts mehr. Ihr seid somit blind. Gut, die NPCs können natürlich diese Strecke auch nicht fahren, weil die gerne mal überall reinfahren. Aber das passiert auch normalen Anfängern gerne mal. Von daher ist das nicht so schlimm. Ich bin ja auch schon mal reingefahren. Und ja, diese Bombenautos, das war dumm.
Diese Bombenautos sind, glaube ich, auch nur im Offline-Modus da. Wobei, nee, auch im Zeitfahren. Sind die auch im Zeitfahren? Nee, die sind sogar online da. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Na toll. Jetzt hat er mich so stark abgelenkt, dieser Mann. Wow. Dieser scheiß Blue Shell, ey. Der hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Oh, ein Stern. Komm, schock mich groß. Stern ist eigentlich so das beste Item auf dieser Strecke. Weil ihr so einfach komplett hier durchheizen könnt, ohne Verluste. Von daher, ja, es ist eigentlich so das beste Item für diese Strecke. Pilze und so etwas bringen hier eigentlich so wie gar nichts. Weil diese Strecke sowieso auch aus Turbofeldern besteht. Der Blitz kam gerade gut. Der hat mich nochmal gerettet. Aber hier kommt gerade echt alles auf einmal. Na komm, wo bleibt der Rötschel? Wo bleibt der rote Panzer? Er kommt nicht, das ist auch in Ordnung. Das ist es in der Tat. Und ja, Rosalina, du hast recht, we win. Naja, ich wollte jetzt, da das hier der letzte Part ist, mal ein kleines Fazit schon mal zum Let's Play und dem Spiel so allgemein mal bringen. Gut, zum Spiel komme ich mal ganz zum Schluss. Aber so zum Let's Play. Warum hatte ich dieses Let's Play jetzt überhaupt gestartet? Eigentlich ganz einfach aus dem Grund, weil ich ja ein Fan von diesem Spiel bin und ich das Spiel schon damals eigentlich erpähnen wollte, wo es noch online spielbar war. Damals hatte ich aber ja noch nicht angefangen, das war ja noch 2014. Damals hatte ich einerseits eben ja keine Möglichkeiten zum Aufnehmen und auch keine Capture Card, kein gutes Mikro und so weiter. Da konnte ich eben jetzt eh nichts aufnehmen. Und ja, jetzt habe ich eben die Möglichkeit und da ich eh gerade einfach mal Zeit habe für ein kleines Kurzprojekt, weil ich eben eine Woche Urlaub habe und jetzt nur die ganzen Feiertage sind, da habe ich ja ohnehin noch ein bisschen mehr Zeit, habe ich mir einfach mal gedacht, komm, jetzt oder nie, bevor jetzt die ganzen Switch-Spiele bei mir kommen auf dem Kanal, kann man ja eigentlich auch schon mal ja, dieses Spiel hier einfach nachholen und einfach mal die GPs so einzeln zeigen. Ist mir jetzt mehr oder minder gut gelungen. Ich denke mal, vom Gezeigten her kann man schon zufrieden sein. Vom Kommentierten bin ich jetzt eher nicht selber so begeistert von gewesen. Aber naja, vielleicht hat es ja trotzdem dem einen oder anderen, wow, gefallen. Könnt ihr gerne mal euch ja zu äußern, wie ihr so mein Commentary gefunden habt, eher gesagt, gefunden. Wieso sage ich das? Ich habe keine Ahnung. Ja, es gab gewiss auch mal ein paar Momente, wo man drüber lachen konnte. Wie zum Beispiel hier drüber. Was aber eher vom Spiel verschuldet ist. Willst du mich gerade verarschen? Und natürlich noch ein Blue Shell. Komm, der hätte mich auch noch runterhauen müssen. Kann ich eigentlich auch mal 5 Meter fahren, ohne dass hier irgendwas passiert? Meine Güte. Ja, mein Commentary fand ich selber jetzt nicht so prickelnd immer. Das ist ja allgemein so eine kleine Sache bei einem... Schon wieder ein Blue Shell. Meine Güte. Ja gut, Cooper schaltet sich selber aus. Alter. Die cheaten aber gerade echt. Das kann gar nicht sein, dass jetzt schon wieder ein Blitz kommt.
Normalerweise hat ein Blitz einen Cooldown von 30 Sekunden. Also der hätte jetzt gar nicht mehr auftauchen dürfen. Naja. Ja, ist ja allgemein so eine Sache, dass man meistens mit seinem eigenen Commentary gar nicht so zufrieden ist. Oder dass man eben selber die Sachen, also dass es meistens so ist, dass die Sachen, die man selber lustig fand, jetzt gar nicht so gut ankommen, aber die Sachen, wo man denkt, wieso, was habe ich für eine Scheiße gelabert und so, dass sich das überhaupt jemand antun möchte, da, die Dinger kommen dann meistens sogar besser an, als man erwartet. Hab ich oft das Gefühl gehabt. Aber ich bin allgemein jemand, der sehr pessimistisch ist, auch mit seinen eigenen Videos. Also in der Schule bin ich schon immer, wenn jeder sagt, oh, ich war so einfach die Arbeit, voll die Eins gewiss. Ich war nie jemand so, der selbstsicher gesagt hat, jo, das wird definitiv die beste Arbeit der Klasse oder so etwas sein, beispielsweise. Da habe ich dann immer gesagt, ja, wenn es nur eine 4 wird, bin ich zufrieden. Also ich war jemand, der mit seinen Erwartungen immer ziemlich weit hinten war. Und das ist ja jetzt nicht immer so schlimm, aber man muss auch schon mal ein bisschen mehr Selbstbewusstsein da zeigen. Aber das war bei mir als immer so und ich glaube, das wird sich so schnell auch nicht mehr ändern. Oh, das war ein geiler Jump. Das war mal ein geiler Jump. Ein Low Jump. Das war Optimum. So und nicht anders fährt man diese Strecke, Leute. Das müsst ihr euch merken. Na, eigentlich ist das hier eine Kartstrecke sogar im Zeitfahren. Von daher, ja. Naja, aber auf jeden Fall, ja, das ist auch so eine Sache gerade. Ich lenke mich wieder ab mit einem anderen Thema. Das fällt mir aber nicht nur hier auf, das habe ich eigentlich in jedem LP. Ich wollte jetzt eigentlich warten, dass der Blue Shell kommt, damit ich dann hier wieder mit Full Speed direkt weiterfahren kann. Aber ich hätte gar nicht abbremsen müssen, weil der so weit weg war noch. Naja, aber ja, ihr merkt, ich lasse mich sehr stark ablenken und fange dann auf einmal mit einem neuen Thema an oder ja, rede über das Spiel und lege mich hier auf, wie derbe schlecht ich bin. Und ja, dann vergesse ich meistens, was ich erzählt habe oder worüber ich gerade reden will. Und dann... ja, fehlen teilweise, wow, ein paar Informationen oder so etwas, was ich dann aus, ja, Commentary bzw. teilweise aus Gameplay äußert. Alter, jetzt, komm, wir sind fast im Ziel. Aber gut, das liegt an mir, da muss ich noch arbeiten und ich hoffe, das werde ich auch mit der Zeit mal hinbekommen. Gut, noch kurz zum Spiel etwas. Ja, Mario Kart Wii, es hat einiges, ja, zu dem gemacht, was es heute ist. Es hat viele Freundschaften sogar hervorgebracht, es hat viele Feindschaften hervorgebracht. Es sind Communities entstanden, also ja, einige YouTuber haben beispielsweise nur durch dieses Spiel echt einiges an neuen Zuschauern gewonnen. Und überhaupt, ja, sind einige Leute erst durch dieses Spiel hier auf manche YouTuber gekommen. Also für YouTube, für viele YouTuber war dieses Spiel auf jeden Fall sehr von Vorteil. Für manche vielleicht ist es nicht unbedingt so, aber naja. Es hat den Stunt eingeführt, was schon mal echt gut war. Die Steuerung war an sich immer ganz gut und man hatte eigentlich immer einen genauen, ja, Feedback für das, was man eben gemacht hatte. Also wenn man irgendwas gemacht hatte, hatte man oder irgendwelche Fehler hatte, dann wusste man auch meistens direkt,
warum das jetzt genau so war, das hat man bei manchen anderen Teilen jetzt eben nicht so gehabt. Von daher ist dieses Spiel schon... Ja, es hat Mario Kart schon sehr stark verändert und geprägt und auch die Community geprägt. Ich meine, dass hier... Es ist schon bezeichnend, dass dieses Spiel, das im Jahr 2008 erschienen ist, im Jahr 2014 die Online-Server, die offiziellen Online-Server abgeschalten worden sind, dass dieses Spiel immer noch gespielt wird. Und sogar über eigenen Server, also privaten Server, wird dieses Spiel immer noch gespielt. Die vielleicht jetzt nicht mehr so gut sind wie die alten Server von Nintendo Direct. Aber sie sind immer noch gut. Und falls Interesse bestünde, würde ich das eventuell sogar mal machen. Die Custom Tracks. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, dass ich die einfach mal irgendwann auf diesem Kanal zeigen werde. Das wäre noch so eine kleine Überlegung. Könnt ihr gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Ich bin damit erst einmal raus. Das war mein Let's Play zu Mario Kart Wii. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein wenig Feedback da, positiv oder negativ bleibt euch belassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was euch gefallen hat und was nicht. Und ja, schaut gerne mal bei einem meiner anderen Projekte vorbei. Beispielsweise läuft momentan ja nach Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke. Eventuell, ich weiß noch nicht, ob ich das Spiel bis dahin schon verkackt habe oder ob ich da weiterkomme bisher. Das müssen wir mal schauen. Und ja, nach Weihnachten startet ja dann noch ein neues Projekt, nämlich Mario Odyssey. Bin ich mal gespannt, wie es so ankommt bei euch. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche, whatever, schöne Feiertage. Und ich bin damit raus. Ich war euer Drake. Bis zu einem anderen Projekt. Ciao, ciao, Leute.